Ja, und somit herzlich willkommen zurück zu Cyberpunk 2077. Während der Pause habe ich ein bisschen mein Inventar aufgeräumt. Kann ich kurz mal zeigen. Wir haben jetzt noch 140 Kilogramm von 411. Haben sehr viele Waffen abgelegt oder verkauft, je nachdem. Bei der Kleidung habe ich noch nicht geschaut, was da alles, was ich da alles noch behalten möchte. Das mache ich dann ein andermal, wenn ich wieder bei uns in der Bude bin. Genau, und ansonsten die Waffen ein bisschen verbessert, die gingen. Und eigentlich habe ich noch wieder ein paar Mods installiert. Zum Schauen, ob man jetzt auch wieder alle Waffen upgraden kann. Okay, sieht so aus. Weil vorher im Update gingen ja nur die legendären Waffen. Jetzt sollte alles wieder gehen. Und man sollte eigentlich auch alle Mods wieder entfernen können. Und das geht auch sehr gut. Perfekt. Da sind das schon mal zwei gute Mods. Ansonsten habe ich im HDR-Bereich noch ein bisschen herumgespielt und versucht, irgendwie das Ganze besser abzugleichen, weil es vorher ja ziemlich oft immer sehr überblendet war bei euch. Ich hoffe, es sieht ein bisschen besser aus. Ich habe versucht, das so gut es geht zu machen. Und wie man vielleicht auch hört, habe ich beim Mischpult noch ein paar Dinge verändert, in der Hoffnung, dass sich das auch besser anhört. Weil vorhin war ein bisschen viel Bass drin. Und das hört sich bei manchen Stellen nicht so gut an. Und ja, jetzt würde ich einfach mal losfahren. Ich habe mir da schon mal einen Wegpunkt ausgesucht. Da müssen wir, glaube ich, einen Cyberpsycho beseitigen. Und ansonsten gehen wir dann vielleicht eben, wie erwähnt, zum Aldecaldo-Lager und machen dort mal die Mission weiter. Weil wir ja im Moment nicht unbedingt in der Stadt so sehr erwünscht sind. Und ja, eigentlich möchte ich ja auch schon lange wieder mal Phantom Liberty anfangen, aber dafür müssen wir zuerst noch eine Mission machen und die geht fast, glaube ich, 1 bis 2 Stunden. Von daher muss ich mir da den richtigen Zeitpunkt aussuchen. Und hier sind wir schon mal durchgefahren. Ist das noch weiter hinten? Okay, das ist auf der anderen Straße. Ist da oben ein Grafikbug da oben? Sieht fast so aus. Davon haben wir den Punkt. Ich würde jetzt einfach mal hier hochgehen, weil wir haben im Moment ein gutes Scharfschützengewehr. Und dann würde ich hier mal ein bisschen scouten. Und schauen, was wir hier finden. Habe ich das ausgerüstet? Gerade nicht. Das da hier. Das macht nämlich 243 Schaden. Und sollte ziemlich gut sein. Allerdings sehe ich da gerade gar nichts. Oder niemanden. Doch, da unten, oder nicht? Das ist eine Leiche. Okay, gehen wir mal dahin. Kurz mal speichern. Hey V, a truck hauling cyberware crashed in the Badlands. It's top grade chrome, but the NCPD is not in much of a hurry.
Tells me they suspect the cyber psycho's the cause and it's got them spooked. Check it out, but no killing if you can help it. Okay. Wir sollen ihn nicht umbringen. Dafür habe ich hier auch eine Waffe. Welche war es? Die hier. Macht die Waffe nicht tödlich. Rüst dich mal aus. Soweit ich weiß, hat sich niemand zu diesem Chaos bekannt. Wobei der Wagen aber echt nach Raffen aussieht und die ganze Sache in ihrem Revier passiert ist. Kein Zeichen von äußerer Gewalt, also muss der Angriff von innen gekommen sein. Sprich, entweder ist einer von den Raffen durchgedreht oder ein Gefangener hat versucht auszubrechen. So oder so verheißt es nichts Gutes, dass es da so extrem still ist und keine Sau sich für die Sache interessiert. Leiche. Interesting. Keine Reaktion, kein Puls, Verstümmelung durch Autounfall, dann Erstickung. Erstickung? Weird. Wir haben einen Transport mit Teilen für das neue Forschungszentrum verloren, irgendwo in den alten Kaldor-Gebieten. Wir? Wer ist wir? Biotechnica. Aber ich habe schon ein paar Nachfragen am Laufen. Nur weil wir auf demselben Gebiet arbeiten, heißt das nicht, dass wir uns in die Quere kommen müssen. Nicht unser Problem. Das sind die Badlands. Hier draußen muss man mit allen möglichen Gangs und Gefahren rechnen. Vielleicht hättet ihr euch eine ruhigere Gegend für euer Zentrum aussuchen sollen. Unsere Forschungen sind streng geheim. Wir brauchten einen Ort, an dem sich niemand verirrt, so weit wie möglich weg von der Stadt. Nehmen wir an, wir würden jemanden anheuern, der unsere Ladung suchen soll. Was würde uns das kosten? Eure Ladung ist viel wert, also kostet es auch viel. Wie viel genau? Und bis wann hätten wir sie zurück? Wie gesagt, das würde euch viel kosten. Ich meine nicht nur Euro-Dollar, die kriegen wir hier draußen mit stinknormaler Arbeit. Was willst du dann? Reversor Xerophyten. What? Aber die sind noch nicht marktreif. Dann sorg dafür, dass sie marktreif werden. Eine Prototypreihe. Aber vielleicht eilt der Bau eures Forschungszentrums ja nicht. Schon gut. Eine kleine Lieferung von Prototypen, aber ich kann nicht garantieren, dass sie auch wachsen. Wir sind noch in der Testphase. Bisher haben wir nur unter Laborbedingungen gearbeitet. Wann kann ich die Bergung unseres Transportes erwarten? Ich fange mit der Suche an. Sobald die ersten Knospen sprießen, sollte dann nicht lange dauern. Kresol kennen wir ja. Von Hannem. Cyberware-Koffer, hochwertige Cyberware, Biotech, Sigma, Donner und Savage. Lagerung hochwertiger Organimplantaten. Blut, Beaming ist unbekannt, also nicht von der Person davor, ne? Kann ich sonst noch was scannen? Ah. Eine Blutspur. Noch mehr Blut. Noch mehr Blut. Noch mehr Blut. Ich sehe schon, wo die Blutspur hinführt. Wahrscheinlich nach da drüben, wo es raucht. Da sehen wir, glaube ich, unseren Kandidaten schon. Aurelio Alma. Alec Haldos.
Resistent gegen Feuer, Blitz. Was ist das andere eigentlich? Keine Ahnung. Wie, draußen in Badlands hält sich ein Cyberpsycho in der Nähe eines Trucks und das Cyberware auf. Sieh dir das mal an. So, ich schätze mal, der ist, aber wir sollen ihn ja nicht umbringen. Das ist ein bisschen das Problem. Gut. Oder auch nicht gut. Unsere Mini-Knarre macht, glaube ich, nicht so viel Schaden. Shit! Der ist stark. Ich habe ja die Health-Anzeige ausgeschaltet, das ist ein bisschen ein Problem. So weiß ich nicht, wie viel der aushält oder wie viel Leben er noch hat. Ich glaube, der lädt die Waffe auf, oder nicht? Ich glaube, das war's. Rusher. 7000 Euro, Dolder. Archivierendes Gespräch zwischen Shivat Hevin und Raffen Fever. Mann, ey, der Scheiß bringt doch nichts. Wir kriegen kein Wort aus ihm raus und der Gestank von all dem Blut bringt mich zum Kotzen. Nun, wir halten das aus. Was? Nutzen wir halt aus, solange er noch atmet. Wir fahren raus und er hilft uns da draußen mit der Ausrüstung. Alle Kaldos können Wasser aufspüren, sogar richtig weit unter der Erde. Quasi eine wandelnde Wünschelroute, habe ich jedenfalls mal gehört. Wir könnten das testen. Also, binden wir ihn an die Motorhaube und er zeigt uns, wo wir graben sollen. Alter, ich grabe nirgendwo. Das macht er für uns, damit er auf keine dummen Gedanken kommt. Okay. Klingt nach einem soliden Plan. Schnapp dir den Wichser dann los. Ja, hier sind ein paar tote Leute auf jeden Fall. Und ich glaube, wir haben das gut gemeistert. Würde ich sagen, da er ja noch lebt.
Und sie wollte ja das wieder leben lassen. Und dann habe ich das, glaube ich, richtig gemacht. Hoch, toter Obdachlose. Doof. Dass er hier einfach ein paar Obdachlose ermordet hat. 3 Stück. Was man übrigens immer noch im Hintergrund etwas hört, rütteln, dann ist das immer noch der Xbox-Controller, der angeschlossen ist fürs Autofahren. Und im Kampf oder bei Explosionen rüttelt er ziemlich gut durch. Das hätten wir. Schick Regina über die Cyber Psycho. Ah, wir müssen jede Nachricht schicken. Du hast fast recht, es war tatsächlich ein Gefangener, der zum Cyber Psycho geworden ist und entkommen konnte. Zufälligerweise war er auch ein alter Kaderkumpel von einem Gefangenen, den ich von derselben Truppe gerettet habe. Habe es geschafft, ihn zu überwältigen. Okay, die ist sehr schnell im Schreiben. Okay, damit habe ich nicht gerechnet. Ich gebe die Info an der Dakota weiter. Das ist schon besser, wenn die Familie jetzt übernimmt. Je schneller er wieder in einer vertrauten Umgebung ist, desto schneller wird er sich erholen. Soll wahrscheinlich zu wertvoll. Also haben sie vor seinen Augen so viele nützliche Infos wie möglich aus dieser armen Sau geprügelt. In der Hoffnung, dass Sol auch reden würde. Irgendwann haben sie die beiden dann getrennt und den Kerl mitgenommen für eine Fahrt durch die Wüste und dann ging die Scheiße erst richtig los. Wahrscheinlich dachte er, du gehörst auch zu denen. Schön, dass du ihn retten konntest. Ich hab gerade gesehen, irgendeine Mod macht da trotzdem wieder Interferenzen. Unten links sind 2 Symbole übereinander gestapelt. Wenn man Auto fährt, ist ein bisschen doof. Muss ich doch nochmal schauen, ob wir da irgendeine Mod haben, die nicht ganz mitspielen möchte. Ist ein bisschen schwierig, wenn man mit mehreren Mods hantiert. Waren wir hier schon mal? Zug. Ural-Kombination Güterzug. Interesting. Einfach so ein Riesenzug. Damit hätte ich ehrlich gesagt jetzt nicht gerechnet. Kommt man da hinein? Nope. Aber ist hier irgendwas Schönes? Sind hier Gegner? Oder ist das was für eine Mission? Wahrscheinlich für eine Mission, weil hier ist absolut gar nichts zu finden und man kommt auch nirgends rein. Aber gut, dass wir das mal gesehen haben. Interessant. Sind wir jetzt eigentlich hier? Okay, fast am Rande der Map. Wraith Lager. War ich da schon überall? Ich weiß gar nicht. 4 von 9 Stück haben wir bei ihr gemacht. Dann würde ich vielleicht eben doch mal hier hinfahren, weil hier haben wir 2 Missionen offen. Machen wir die Mission weiter.
Oh. Schön. Das wollte ich gar nicht, aber das ist auch neu übrigens. Im neuen Patch kann man sich die Autos umwerben. Hat offensichtlich nicht funktioniert. Da fährt das Auto jetzt nicht. Okay, weird. Hey, man muss doch bei dieser Mod nicht schalten. Weird stuff. Ich habe ja da diese Automod installiert, mit der man mehr steuern könnte. Und da sind auch irgendwie eigentlich die ganzen rechte ganzen Tastenbelege angezeigt, aber irgendwie stimmt das auch nicht ganz. Wahrscheinlich nehme ich die auch wieder raus, weil das ist ein bisschen zu viel, was man da machen kann. Ignoriert das Hüpfen einfach. Die kommen schon safe da an, keine Angst. Für das hat man ja solche Autos hier. Die Offroad fahren können. Haben wir hier schon mal? Sieht ja interessant aus, aber hier gibt's gar nichts. Nope. Absolut gar nichts. Okay. Schön, dass ich ausgestiegen bin. Hat aber nichts gebracht. Naja. So, jetzt mal wieder auf die Straße. Gibt's hier irgendwas? Solche Sachen sehen immer verdächtig aus. Aber ich sehe gar nichts. Da werden wir also. Aber das schauen wir uns erst in der nächsten Folge an, was es hier so zu machen gibt. Vielen Dank fürs Zuschauen hier bei Cyberpunk 2077. Haut rein. Tschüss. Buddy, I got you. In 2077, they voted my city the worst place to live in America. Main issues? Sky-high rate of violence, and more people living below the poverty line than anywhere else.
Welcome to the next generation of open-world adventure. Immerse yourself in Cyberpunk 2077. Samurai, we have a city to burn.